Müssten wir live sein. Okay, kannst schon weiter. Alter, der Moor hier links. Guck mal, die ganzen Bäume. Wie die alle verdorrt sind. Ist da irgendwelcher Müll drin? Ist ja übelst in den Sack gegangen. Oh! Na gut, war ein Böser. Manchmal reiten die so komisch, da kannst du gar nicht mehr ausweichen. So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Wir sind hier schon unterwegs, aber wir haben nicht viel gemacht. Also, ihr habt nichts verpasst. Wir sind jetzt hier wieder auf Panzerbrigadentour. Was haben wir hier? Einen Moment. Ich muss gucken, ob das irgendwas ist hier. Nö. Wird nichts angezeigt. Irgendeine Krokodilfarm. Willst du da nie hin ins Krokodilreservat? Was hier am Ende von der Straße ist. Weißt du, dass sie vergessen haben, hier reinzumachen? Einen fliegenden Panzer. Jo, auf jeden Fall. Was ist das denn? Wow, sorry. Hier gehe ich mal ganz kurz gucken. Ich war erst mit dem Verlesen hier. Gracias. Neue Probleme. Mal gucken, was das hier ist. Oh, Leuchttürmchen oder sowas. Ich meine, kann ja immer noch sein, dass wir hier per Mission nochmal herkommen dann. Ja, vermutlich. Ja. Oh, hier ist eine Waffenkiste für eine seltene Waffe. Oh. Die ist oh mein Gott, die wird auf dem Turm sein oben. Das ja, schon wieder da. Ja. What the fuck? Aber etwas verbuggt. Hä? Naja, es ist verbuggt, ja. Deswegen. Oh. Ja, toll. Warte mal, aber wir können. Warte mal, wir müssen. Wo geht das los hier? Wie bist du da reingekommen? Weil ich von dem anderen Kletterhang abgefallen bin. Achso, na dann geh du mal hoch. Irgendwie komme ich da nicht hoch. Dann geh du mal die Kiste holen. Hä? Soll ich das denn jetzt machen? Achso. Ich snipe inzwischen mal die Wachen da hinten. What? Ja, das war ja eine krasse Wache. Oh, what? Da war ein Zivilist. Den hab ich gar nicht gesehen. What? Ich bin verendiert. Hä? Bist du runtergefallen? Ein Stückchen. Ja, da komme ich leider nicht hin. Ist schon klar. Oh, kannst du mal versuchen, ob du so hochklettern kannst? Ja, wow, jetzt bin ich gerade reingekommen. Das ist irgendwie blöd gemacht. Ja, du kommst teilweise dran, aber dann bist du auf irgendeiner Plange gesetzt. Warte. Oh, ich bin sogar zu dir hingekommen. Alles wieder gut. Danke sehr. Ich weiß halt nicht so richtig. Ja, hier bin ich ja schon runtergefallen. Ich war gerade schon höher. Wo bist du? Bin ich auch hoch. Ich war in dieser dummen Leiter da hinten schon. Verstehe ich gar nicht. Naja, gut. Hier kann ich ja springen. Aber hier wusste ich dann irgendwie nie, wie ich weiterkomme. Weiter höher. Ach, hier hinten, okay. Fuck. Ah, Hendrik hier. Aber du darfst die Kiste öffnen. Ah, die. Jetzt haben wir, glaube ich, alle dort bei diesen kleinen Waffen. Die gehört ja zu Handfeuerwaffen.
Hä? Ja, dorthin. Also ich habe zumindest jetzt alle dort. Und kein... Naja. Naja. Ist jetzt nicht die beste. Aber auch nicht die schlechteste. Pferde sind denn hier? Hä? Das Pferd gerade eben umgehauen? Würdest du dich wundern? Sagen wir mal so. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Hm? Meinst du, wir könnten, wenn wir mit Christian hier Roleplay spielen, ne? Arma? Hm? Meinst du, wir könnten da mal Nick dazu holen? Wenn der auf sowas Bock hat. Ja, dann muss der glaube ich auch haben. Schon ja. Wäre man wieder zu viert. Ja, ja, der hat mir letztens ein Bild geschickt von seinen Spielen, die er alle hat. Soll sie nur kommen? So. So, fahren wir da jetzt mal hier hoch noch. Also einmal dadurch, siehst du meine Markierung? Mhm. Und dann können wir zum Schluss die eine Base da noch nehmen, die ich gerade markiert habe. Mhm. Ja. Auf dem Rückweg. Okay, auf geht's. Das hey, Alter, der liegt bei mir genau vorm Fenster. Nein. Oh Gott. Jetzt bin ich aus Versehen drüber gefahren. Irgendwie, ich würde ihn immer noch backen, als wenn der bei mir irgendwo im Panzer steckt. Ja, bei mir aber auch. Ich fahr gerade so nah hinter dir, dass wenn du bremst, ich dich voll weg. Danke. Dann werde ich dich gleich einflammen. Einflammieren. Ah ja. Gibt's flambierten Hendrik? In welchen Wissen ist die für komische Sorten Red Bull, die wir dort haben? Nee. Geholt habe. Was hier ist? Aprikose Erdbeere. What the fuck? Dann haben wir noch Blaubeere, die kennt man ja, die ist ganz lecker. Und dann habe ich aber noch irgendwas total bescheuertes. Okay. Crazy. Dann habe ich wieder Ugludat geholt. Was? Ugludat. Was ist denn das? Ja, irgend so ein tschechisches Zeug. Achso. Kiste sein, oder? Ja, aber eine Klamottenkiste. Ach so. Pass auf, hier ist ein Zivilist. Aha. Nicht, dass mich das interessieren würde, aber... Ja, das hat man ja letzte Folge gesehen. Das habe ich alles gelöscht, zensiert. Ja, das wundert mich nicht. Ich habe das, so hab das so geschnitten, dass man dich schießen sieht und dann fallen die um. Genau. Ja, die Schilder gehen glaube ich nicht. Ja. Wo müssen wir jetzt weiter? Hoch? Oder? Achso, ja stimmt. Weil ich seh... Meine Markierung ist weiter hinten. Ja. Oder? Ja, ist so. Ja, ja, erstmal zu deiner. Meine ist ja eh bloß Straße zum Aufdeck, wenn noch was von hier kommt. Ja, wo bist du jetzt? Hä? Nein, wir müssen noch hier lang. Nee. Hä? Deine Markierung ist da hier oben, die Straße. Hä? Hä? Nee, da können ich wir doch irgendwo die bloß hingesetzt wegen Map aufdecken.
Nee, aber hier wollten wir doch hin, wegen Map auf der... Ja. Ach so, aber du hast doch die Basis markiert bei dir. Ja, danach habe ich doch gesagt, auf dem Rückweg, wir müssen dann eh wieder zurück. Ah ja. Das würde jetzt wenig Sinn machen. Voll könnte ein dunkles Fahrzeug. Nee. Oh, ein bisschen hier lang. Nee. Hä? Hä, ist hier nicht gesperrt? Da ist doch zu, oder ne? Tja. Soll sich ja nicht aufs Navi verlassen. Wollen wir mal eigentlich. Warte, komm, wir fahren hier lang. Wo ist hier? Ja. Das ist aber nicht so Wasser, oder? Da. Genau, auch durch. Wow, what the fuck? Mein Panzer hat sich überschlagen. Einfach so. Oh ne, die Straße wäre frei gewesen, Hendrik. Oh. Ja. Ja gut, ne? Ja gut, ne? Ich hab das 30er-Schild umgefahren, ist das jetzt schlimm? Ich hab vorhin schon 3-4 von diesen 50er weggehauen. Da oben ist ein Sniper drin. Du die Brücke. So. Lass mal überbacken. Überbackener Sniper. Warte mal. Mal gucken, ob wir hier irgendwas aufdecken. Ah, ich habe was gefunden, Hendrik. Ist hier oben noch ein Checkpoint oder so? Nee, ne? Dann sehe ich nichts. Achso, wir müssen ja noch ein Stück. Noch mehr da auf die Brücke drauf. Das ist dann das nächste Gebieter danach. Ja. Oh. Warte mal, Hendrik. Hm? Folge mir mal. Ich habe was entdeckt. Was denn du? Wohin willst du jetzt? Weiter über die Brücke oder was? Ja, ja, ja. Warte, muss ich gucken. Ah ja, hier. Ah, ich hab schon wieder E gedrückt. Wow. Alter. Einmal hier entlang. Alter, ein Panzer, der nicht mal eine Leitplanke überfahren kann. Hendrik? Hm. Ja. Bitte? Oh, da kommt ein feindlicher Panzer. Der einfach am Klicken bist. Hendrik, passt du mal auf meinen Panzer auf? Hey, what? Da zählt das feindlicher Panzer. Da ist er immer eingestiegen. Redet mich nicht, der Turm bewegt sich nicht. Und der ist auf meiner Map rot. Der schießt nicht auf mich, Alter. Da pass mal auf meinen Panzer auf. Ich hoffe, es ist nicht zu weit weg. Du Hund. Ach so, unsere scheiß Sumpfischkiste. The fuck, Alter. Und wir backen hier schon wieder Helikopter durch die Luft. Äh.
Hendrik, geh mal nicht so weit von mir weg. Fahr mal ein Stück parallel. Ich bewege mich exakt 0 mm. Ja, fahr mal parallel zu mir mit. Ich bin hier ein Stück weiter vorne. Ah ja. Ja, krass. Hä? Was denn? Ah, ich kann mal meinen Panzer reparieren vielleicht. Ja. Alter, wenn du wüsstest, wo ich bin. Buxtehude Nordwest. Was sind die denn hier? Woher weißt du das? Guck mal, kriegst du eine Waffe? Naja. Jetzt hat es keiner angezeigt. Ah doch, ja. Der Abzug. Aha. Ja, schnell, guck mal. Was hat die so? Boah, irgendeine Maschinenpistole. Mit panzerbrechender Munition. Echt? Ja. Ich glaube, das war ein Gewehr. Keine, keine Maschinenpistole. Ja, Maschinenpistole bei mir. Oh, was hab ich denn jetzt gemacht? Eine unterschiedliche gekriegt. Das ist nicht unmöglich. Hendrik, ich habe gerade trinken getrunken. Ach du Scheiße. Mein Panzer hat gerade jemanden weggeschossen. Das ist weniger gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Okay. Dann auf zurück. Mit dem Ding. Ist dein Name zufällig Hendrikus Kleckus? Nee. Oh, guck mal, ich hab was entdeckt. Ja, warum ist das Missionsziel? Hendrik, Schächtung einleiten. Why is this a mission goal? Nee. Ist das Missionsziel markiert? Immer so, wenn man dann da reingeht. Ach so. Ja. Wow. Naja, das war ja sehr schwer. Hendrik, ich glaube, wir hätten es fast nie geschafft. Nee. Das war schon echt insane knapp, oder? Mhm. Mama. Alter, warum ist mein Panzer jetzt hier eingeparkt?
Mal, ich hol mir mal kurz Infos, weil dann können wir auch Dinge aufschalten. Sag mir, was du weißt. Schau mal bei Isabella vorbei. Sie ist eine von den Guten und lehnt sich gegen Castillo auf. Ich habe gehört, sie könnte Hilfe brauchen. Muchas gracias. Ah, wir haben eine neue jaranische Geschichte. Ah ja. Und ich habe Schießpulver. Sehr schön. Wow. Ah doch, da fehlt es. Wo sind wir gerade? Ach, hier. Okay, dann fahren wir jetzt zu der Base runter, oder? Jetzt komme ich. Ach so, willst du erstmal bloß dieses Klebeding ja komplett abhören, oder was? Wie? Ja, okay, ja. Ich weiß nicht, was meinst du jetzt? Ich hatte jetzt hier schon das ganze Gelände als zum Erkunden auserkoren. So, nee, ich würde das schon immer noch einzeln machen, sonst kommen wir durcheinander. Können wir machen. Weil ich glaube, das ist ja eigentlich noch das Einzige, was jetzt hier ist. Dann haben wir das, dann haben wir die Insel schon geklärt. Also vom Aufdecken her, ja. Ja, von den, ich rede ja jetzt nur von den kleinen Sachen, wie Basen, diese... Nur die kleinen Sachen, die Missionen machen wir wieder später. Es hat mich gerade in deinem Panzer gespawnt. Hä? Na egal. Ja, fahr weiter, kein Problem. Ja, wenn du schon wieder 80 Milliarden Jahre im Menü bist. Tja, weil ich auf der Map geguckt habe. Du kannst leider meinen Panzer haben, weil ich will eh zu Fuß die Base schächten. Base. Können wir ja auch zu Fuß machen. Okay. Du hast die Frau flambiert, Junge. Toll. Wow! Ja, das war jetzt aber... Ja, okay, das war nicht unbedingt deine Schuld. Junge, ich bin sogar etwas rübergefahren. Das war nur eine Teilschuld. Was ist das für ein Klops von der Base? Ach, das ist ein Einkaufscenter oder was? What the fuck? Soll ich hier parken? Wow. Hat die Peine mir auf den Kopf gefallen? Kann sein. Was ist das denn hier? Sieht irgendwie würdig Merk aus, oder? Ja. Augen auf, Danny. Pass auf, da ist ein Sniper gewesen. Der ist hier gerade ins Gebüsch. Ich würde mal die Kamera ausschalten. Okay, ist aus. Machst du den Sniper? Ja, jetzt ist er gerade um die Ecke. Die Musik. Ach, da hinten ist auch noch einer, der ist gut getankt gewesen. Ja. Ich kann eigentlich auch schon mal. Was hast du gemacht? Du bist durch die Granate gelaufen, durch den Zündungsdraht. Oh. Hendrikmann hat uns entdeckt. Oder was ist das? Ja. El Presidente Castillo. Oh Gott. Ja, mal. Ist ein Flugabwehr. Und? Aua. Oh, what the fuck war das? Soldados nähern sich auf der Straße. Sie können jede Minute bei dir sein. Hendrik, jede Minute können die bei uns sein. Ah ja. Das sind der dreckige Alarm. Ja. Und wir, die Pistole ist mit Abstand immer noch das Beste, um die Leute wegzuschießen. Ja, oder? Und die Gewehren brauchst du mal ewig. Danny, Soldados nähern sich auf der Straße. Sie können jede Minute bei dir sein. Ja. Granate! Ja. Ich brauch
übrigens heute auch mit der Kashi zwei Kopfschüsse, um jemanden zu töten. Das heißt, das ist eigentlich totaler Bullshit. Das Solle braucht ja bloß einen Schuss. Wo du den Schalldämpfer hat. Wow. Alter, weißt du, wie overpowered dieses Ding ist, wo du durch Wände schießen kannst? Ich habe gerade innerhalb kurzer Zeit 5 Leute weggemacht, durch alle Wände hier. Ach stimmt, das wollte ich ja noch austauschen. Wieso? Ist doch geil. Ja, aber ich habe den Rucksack jetzt noch nie ausgewählt. Achso. Ich schwöre, das Flammenrucksack haben. Das ist einfach so geil, wenn du denkst, wo sind denn alle? Machst du einfach diesen Modus und knallst einfach alle weg. Das ist so geil. Oh yeah, Danny. Du hast die Scheine, ich hab die Ware. Und die günstigsten Preise. Vergiss nicht, mich mal zu besuchen. Ach stimmt, Hendrik. Wir müssen die Frau mal besuchen. Bei der nächsten Gelegenheit komme ich vorbei. Ach nee, du kannst ja bitte mal nichts kaufen. Gebola. Es gibt einen Kontrollpunkt, der eine unserer Versorgungsrouten unterbricht. Kümmer dich am besten drum. Danke. Kontrollpunkt. Ah, Hendrik, ich habe noch was in unserem Land gerade gekriegt. Drin muss irgendwo Schießpulver sein. Ah, hier. Schießpulver hinten. Falls du welches kriegst. Die Kiste brauchst du nicht da oben. Die du markiert hast. Hä? Ist das nicht eine Libertad-Kiste? Da kann doch auch Schießpulver drin sein, oder? Nein, das ist wieder die Klamottenkiste. Nein, das Stern, da steht Libertad-Kiste. Ja, das ist die Klamottenkiste. Die anderen, wo das Schießpulver drin ist, warte, die heißen... Ich muss kurz eine finden. Ich glaube dir das irgendwie nicht. Doch. Hendrik, die heißen... Ein alter Lücher. Die heißen FND Depot. Ja, das glaube ich nicht. Bitte. Der FND ist halt, sind halt die Gegner und Libertad sind ja wir. Also das müssten ja eigentlich... Naja, das Schießpulver kriegst du von den Gegnern. Und die Klamotten kriegst du von unseren Kisten. Das glaube ich nicht. Hendrik, ich habe gerade eine eingesammelt. Eben gerade. Das glaube ich nicht. Shut hack. Shut your hack. Hä, siehst du das Gewehr, was ich eingesammelt habe, Hendrik, wo du vorhin gesagt hast, wäre eine Maschinenpistole, ist keine, es ist ein Gewehr. Bei mir war das eine Maschinenpistole, die war auch in der Maschinenpistolenkategorie. Ja, ist sie, aber es ist ein Gewehr. Das glaube ich nicht. Mama. Mal, wie viele fehlen uns eigentlich noch? Wir haben immer noch nicht die scheiß Diegel. Warte mal. Ja, ich sag mal, die ganzen Pistolen brauchen wir ja noch. Ja, warte, wo kriegt man die jetzt? Na, durch Schatzsuchen kriegen wir Schatzsuche, die dann. Schatzsuche, also sollten wir die Schatzsuchen machen. Ja. Schließe den Einsatz die Löwengrube ab. Ja, uns fehlt immer noch. Okay, meine komische Kashi habe ich jetzt komplett abgegradet. Oh, jetzt habe ich glaube auch schon wieder kein Schießpulver mehr. Okay.
2, 3, 4, 5, 6. Hey, Luna. Meine Katze ist hier. Das ist schon crazy. Luna, nicht über den Laptop. Ja. Auch schon wieder mehr schießendes Pulver. Alter, steht mir jetzt im Weg, ey. So. Was machst du denn? Was sagst du jetzt? Ich würde ja auch klettern. Aber ist jetzt doch die Kiste, oder was? Ja, ich will mal gucken, was da jetzt drin ist. Ja, das ist nicht gut. Premo-Kleber wirst du jetzt kriegen, oder ein Klamottenstück. Habe ich gesagt. Super. Welche Überraschung, ne? Beim wie lange spielen wir das Spiel jetzt schon? Unidentifiziertes Flugzeug im gesperrten Luftraum. Achtung, Pilot, landen Sie, sonst eröffnen wir das Feuer. Parapinga. Fliegt sie schon wieder mit dieser scheiß Borke rum? Nein. Nee, gar nicht. Ich höre das Summen, so ein stinkendes Insekt. Das ist eine Biene. Ja. Ente greifen aus dem Hinterhalt an. Das Ding deckt doch auch die Map nicht auf, oder? Doch, das ja. Das einzige Flugobjekt, was die Map aufdeckt, weil es als Auto zählt. Da hat Teufel gegrüniert aus dem Hinterwald, genau. Ja, woher soll ich wissen, dass du da rausschießt schon und alle alarmieren? Ich hab nicht die Chance, du Hund. Psst, du musst schuld sein. Fuck you. Im Quadrat? Nee, im Hektar-Oktagon. Gibt's sowas? Keine Ahnung. Ein Oktagon? Ja, das gibt's, glaube ich. Ah, sehr gut. Hektagon gibt es, glaube ich, auch, aber ob das beides kombinierbar ist, weiß ich nicht. Hey. Vermutlich nicht. Alter, ich snipe die jetzt von hier. Ich habe getroffen. Tot. Und die wissen alle nicht, wo ich bin. Das holt ja auch jemanden, Hendrik. Was ist die bloß gut denn? Ach, da hinten. Keine Verstärkung mehr. Hab den Alarm ausgeschalten von hier. Ich hab nicht mal ein Visier auf der Knarre, ne? Siehst du das Schild? Zerstör mal das Ah ja, gut. Einfach von hier geklärt. Ah, ich glaube, wir stehen jetzt automatisch da unten. So, willst du dir jetzt mal die Kiste angucken? Wie die aussieht, die Schießpulverkiste? Komm mal her. Ich weiß, wie eine FND-Kiste aussieht. Ey, bist du sicher? Halt mal den Mund. Willst du es nicht doch mal angucken? Bist ganz sicher? Schnauzen oder sowas machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gehen nach Hause. Nein, machen wir jetzt die Hauptmission oder gehen wir jetzt in das andere Gebiet? Nee, nee, in die anderen Gebiete jetzt. Erstmal erst die ganze Insel wieder clearen und dann... Okay. Wie wir es vorher gemacht haben. Da, ja. Machen wir da jetzt Noventarmas? Das ist auch so ein Noventarmas. Oder nee, lass erstmal die andere kleine Insel hier unten machen. Die, wo wir gleich hier direkt hinter uns. Weil das ist auch nicht so groß. Behind us? Ich weiß jetzt nicht, wo du meinst. Cruz del Salvador. Markieren Sie das doch einfach mal. Ja. You see? Du hast einfach irgendwo in der Landschaft was markiert. Naja, ich meine das Stück, die... Ach
so, sagt kleine Insel und meint einfach das Gelände. Naja. Ah, warte, warte, ich höre mir noch. Ja, ja, ich setze mich schon mal in die Karre, nee, dass es mich wieder nachspawnen, weil du schon wieder irgendwas treibst. Alter, die will nicht mit mir reden, ich erschieß die gleich. Red jetzt mit mir, du hast 3 Sekunden. 3, 2, 1. Oh, die kann man nie ganz töten. Alles wird wieder gut, hörst du mich? Fort Santa Maria klingt eigentlich auch interessant. Wo ist das? Na, das, was ich markiert habe, im nächsten Gebiet. Fort Santa Maria? Ach, da unten? Ja, wollen wir erstmal die Straße da runterfahren? Ja, dachte ich. Dann okay. Machen wir auf dem Rückweg dann dieses Funkgerät-Dings und danach das Flak. Okay. Hendrik, so gefällt mir das, wenn wir hier vorankommen. Weißt du, ich fahre zwar gerne mal mit den Panzern, aber die sind einfach so langsam. Da ja, kommen wir einfach nicht voran. Aber denk dran, dass du dann nicht fliegst hier. Nee, nee. Nee, ich kann mit dem Ding. Mit dem Ding kann ich nie fliegen. Das ist das Rote. Ach mit so, dem Gelben. Ach. Nee, nee, das ist ein normaler Buggy. Okay. Da bist du jetzt Angst wegen dem Flak. Junge, ist der irgendwie behindert? Na gut, und der war böse. Ist das hier was zum Clearen? Nö. Das ist bestimmt was für eine Mission dann. Ja, ja, eben. Weil sonst, wenn man ja vorbeifährt, würde dann das ja auftauchen. Das ist immer nur da, wo die Flaggen sind. Erstmal die Gegner anhupen. Bin ja mal gespannt, was jetzt da hinten ist. Das sieht aus wie eine feindliche Base zum Einnehmen. Oh. What the fuck, ist das eine Burg? Ja, klar, Fort Santa Maria. Oh, ja, oh, das können wir jetzt einnehmen. Machen, cool. Okay. Aber mach wieder leise. Ja, warte, ich park mal hier. Hey, sehr cool. Ich bin an einem alten Fort. Weißt du was darüber? Das bei Segunda, ja? Castillo nutzt es, um den Schwarzmarktschmuggel zu stoppen. Einer von uns ist ihnen ins Netz gegangen. Sieh mal, was du tun kannst. Ich guck's mir an. Oh, eine Geisel. Ah, wir müssen jemanden befreien. Das klingt gut. Versuch mal, ob ich hier rechts auf diesen Turm drauf komme. So, ach, das ist okay. Okay. Zwei Alarme, aber da kommen wir nie ran, weil die da unten sind. Hey, ich sehe bis jetzt sehr wenig. Oh, hi. Wer entdeckt mich da? Nein. Einer leider. Unten? Ach, hier. Auf der Rückseite. Okay. Pass auf, dass man dich nie sieht. Ach lol, man kann sogar von hier aus direkt. Der Sniper. Ah, hier unten. Da müssen wir bloß ducken. Hendrik, kriegst du die Panzerfaustfrau da? Ja, ja, krieg ich, wenn ich will. Hol die mal, weil die sieht mich dauernd. Warte, der auf der Brücke könnte den sehen. Alles gut, hab ihn. Hendrik, da unten, hol den mal. Da noch irgendjemand geschrien? Ja, alles gut. Hast du Sniper eigentlich schon? Ja. Ja, ja, den hab ich schon geholt. Ich hab noch überrutschen. Ja. Schau mal. Schau mal einen Alarm. Schalt die mal aus, wenn du kannst. Hab ich? Ja, einer ist noch übrig. Da müsste auch drin. Leuchtet noch jemand? Oh fuck, hab ich es. Ach doch, habe ich markiert. Ach, hier drüben ist noch einer. Oh, ups.
Was hast du gemacht? Hä? Irgendjemand ist neben mir aus. Ja, die geht zum kaputten Alarm. Das bringt ja jetzt nicht mehr viel. Ich glaube, es sind bloß noch die zwei hier vorne. Einer ist jetzt noch unter mir irgendwo. Ah, ne. Ist noch einer? Na komm raus, du Vogel. Ne, es muss doch noch mehr geben. Hä? Gehst du da mit den Wörtern rum? Ja. Ach so. Nice. Das Fort Santa Maria gehört uns. Geil. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist doch, glaube ich, was Bekanntes. Boah, könnte sein. Kein Alarm ausgelöst. Bonus. Hendrik, wir haben was Cooles gemacht. Crazy. So, ist sind wieder da schon Spuren gefunden? Nee. Hey. Ah ja, gibt's hier auch. Kann ich gleich mal gucken. Was kannst du mir sagen? Wenn du nur halb so viel Stress hast wie ich, besuch mal Dr. Yanni Davalos. Seine Therapie ist die beste, weit und breit. Vertrau mir. Das weiß ich zu schätzen. Oh. Hendrik, wir haben eine neue Story gekriegt. Ah. Ah, hier ist auch noch ein Schlüsselanhänger irgendwo. Tja, das kommt davon. Ah, ich habe einen Schlüsselanhänger. Also einen Waffenanhänger. Warte, jetzt. Ah ne, ist eine Sprühdose bei mir. Okay. Dann eben nicht. So, und jetzt hole ich die Kiste. Aha. Da. So, nicht bei mir. Ah, diesmal nicht was. Das mache ich ja. Ja, aber ist schon cool hier, dieses Vor. Sieht echt mega cool aus. Alter. Scheiße! Was? Was ist hier los? Sind wieder Misskelette. Wollen die Base zurückerobern oder? Was wollen die hier? Hm. Hä? Bist du schon losgefahren? Oh ja. Hä, warst du nicht mit drin? Nein. Hä, du sitzt aber neben mir. Ja, jetzt habe ich hingespawnt, oder? Toll. gehst du das aktivieren? Oh, what the fuck. Alter, gehen sie auf den Sack gehen oder was? Ah, Hendrik, hier ist ein Bootssteg, da kann ich mir so ein Heli nehmen. Das ist cool. Da kannst du ja theoretisch mit ein. Na, wobei ist ja egal, das waren es ja immer drei. Oder nee, weißt du was? Du fliegst mal hin, hol du mal das Ding, den Quadrocopter, und ich mach das an. Und steigst. Und kannst schon losfliegen dann. Ach, du musst das Boot, ja.
Ja, ich sag dir Bescheid, wenn ich in CR bin. Okay, McDokey. Er schießt noch ein paar Leute, die hier vorbeikommen. Also böse Leute. Aha. Würde ja nie gute erschießen. Ach so, jetzt Flak aber. Wie Flak? Nee, also feindliches er muss einfach nur eher. Er muss einfach nur ganz tief fliegen. Ja, ja, so, ich mach's jetzt an. So, flieg los. Wir machen uns auf den Weg. Ja, ich schaffe es auf jeden Fall eher zur Lieferung als das Militär. Jalla. Geist ist mit drin. Ja. Also das Ding ja mag ich eigentlich am liebsten. Oh. Ein bisschen aufpassen muss schon. Ich hab das einfach überhaupt nicht registriert, das Ding. Nice. Hab mich einfach ausgeblendet. Fuck, wir müssen danach mal die Flak ausschalten, Hendrik. Ja. Dude. Schützen. Keine Chance, Gutano! Ja. Wir haben's. Und Mission passed. Das ist ein Riesenfang. Ah, da kriegen wir auch mal Schießpulver, glaube ich, von. Was kann sein? Da. Ah, hier ist ein Panzer, kannst du den... Ah, ne. Oh, den gibt's hier nicht mehr. Ich hab das hier aussteigen. Kann ich ja bloß mit... Ah, warte. Ist ja ganz einfach. Ja, stimmt. Und Panzer ist lahm. Hallo. Hab ich auch gerade vor. Guck mal jetzt, guck mal, Hendrik. Guck mal, was ich jetzt mache. Warte. Warte, 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 warte. Guck hin. Und... Panzer down. Ganze Kolonne ist down. Weil du zerrst dann den Typ aus dem Panzer raus, tust die Handgranate an dem dran ziehen und ihn wieder reinstopfen. Hier starte fliegen ich wir gleich? Oh, dachte ich. So, dann fliegen wir jetzt zu diesem Flugabwehrding, dass wir das wegschächten. Ich bin dabei. Oh. Und da kriegen wir auch wieder Uran, das ist gut. Den dicken Marmeladen trotzdem hier anscheinend. Wie bitte?
Mit dem Flugteil decken wir anscheinend die Karte aber nicht auf. Ach so, ne. Das ist natürlich nicht gut. Trick, wir müssen hier weg. Könntest du aufhören, dich zu entfernen? Ja, ernsthaft jetzt? Fuck! Ich wollte noch zurück gerade. Ja, okay, Trick, ich bring dich hin. Nee. Nee? Ja, wo zu einem Fahrzeug spawnen. Ah, Hendrik! Hendrik, Notlandung, Notlandung, festhalten, Mayday, 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 Mayday! Raus! Ja, das hat ja bei dir sehr toll funktioniert. Alter! Was ist denn hier los? Ach, fuck off! Geh doch nicht jetzt tiefer, du Hund. Gelandet. Ah, ich hab das Flugzeug erwischt! Mit dem EMP-Pfeil, Hendrik! Lol, ich hab das Flugzeug mit dem EMP-Pfeil getroffen, wie geil! Junge, das geht in die Geschichte ein! Lol! Okay, wo wolltest du jetzt hin? Ja, ich hab ein bisschen erkunden. Hier, Hendrik, das nächste Autorennen müssen wir im Übrigen auch nicht unbedingt machen. Das höre ich gerne. Ich will eigentlich nur noch ein Autorennen machen, warte mal. Naja, für die Dinger. Na, ja, ich will nur noch ein Rennen machen. Weil da gibt's was, was ich haben will. Warte mal, ich muss mal kurz was holen. Fahrbarer Untersatz. Kannst du mal kurz bei meinem Auto was gucken? Warte mal. Ey, da kommt. Dein Auto. Warte. Panzer. So, jetzt guck mal zu, Hendrik. Warte. Und hier leckst du schon wieder. So, warte. Und Panzer explodiert. Es geht übelst easy, Panzer zu töten. Jetzt. Was macht mich da tot? Hendrik. Was dann? Kannst du den kriegen? Ich muss jetzt mal eine scheiß Karte drin. Oh. Ich hab ihn verfehlt. Schau doch nach! Bleib halt nicht aus her! Ready? So, kannst du jetzt kurz was gucken bei mir? Ja, natürlich. Alter, ich sehe gerade nur Blut über meinen Bildschirm spritzen. Warte mal, hinter meinem Auto kommt da jetzt was raus? Ja, irgendeine Mine oder sowas. Sorry. Ja, Mine anscheinend. Okay, wir müssen hier weg, Hendrik. Alter. Warte mal, ich fahr bei dir mit. Siehst du meine Markierung? Ja. Wo ist du hast mich gerade abgefahren. Was willst du dort? Bloß wegen Map aufstecken. Okay.
glaube zwar, da dürfte nichts mehr sein, aber schauen wir mal. Fahren wir zu meiner Markierung. Ja, ich hab's so, dass wir Map aufdecken. Why not? Why not? Cruz del Salvador. Schmeißt einfach. Auch geil, ne? Naja. Panzer kann man sogar. Alter, wie viele Panzer haben die denn hier? Dann, ich muss eigentlich wieder. Kann man jetzt. Ich. Was heißt, wir im unteren Bereich machen wollen? Kann man zum Beispiel da aufstellen. Da lange. Was ist hier los? Hilfe. Klinger waren da halt. Gott, Alter, ich hab Angst. Nichts wie weg hier. Ah! Ach, jetzt weiß ich ja, was ich falsch gucken wollte. Salvatore! Das ging gerade trotzdem gut. Wie du leckst. Ach, ich weiß, warum du leckst. Warum? Weil ich das Thunfisch-Internet vermutlich noch gefunden habe. Wow. Ist ja sehr schlau. Ich steig mal kurz aus. Ja. Ich werde mal das. Ich weiß natürlich nicht, ob ich. Nee, es ist das richtige verbunden. Verstehe ich nicht. Komisch. Okay. Hendrik! Ja? Ich brauche deine Hilfe. Hier ist wieder Uran. Mehr abgereichertes Uran bedeutet mehr Supplementation. Very nice. So, wo geht's als nächstes hin? Nee, ich habe nicht mal, weil wir schnell sein wollen, habe ich jetzt nämlich mal meine Kocher gewechselt. Was soll denn das bedeuten? Ach so. Nee, ich habe jetzt diesen Sportwagen da als Kocher ausgewählt. Weißt du, wie wir noch schneller werden? Wenn wir überall mit dem Flugauto drüber fliegen würden. Aber ja, wir können das nicht. Das Kotzflugauto drüber. Wo reichen wir denn jetzt mal hin? Ja. Hier rüber. Ja. Ah, fahr gleich die Straße weiter. Also nicht zurück, sondern die Straße ich weiter. Und dann Offroad. Ach nee, da ist ein Gewässer, scheiße. Ja. Dann fahr einfach die Straße weiter. Geradeaus. Kriegen wir es hin, oder? What the fuck?
Nein, nicht in der Spach. What are you doing, Minion? So, was wollen wir jetzt? Okay. Jetzt geht es weiter auf der Jahresleiter. Uhuhu. Wir können mal hier runterfahren dann. Weil theoretisch, wir müssen ja auch ein bisschen gucken, wo wir nie lang brauchen, wo jetzt zum Beispiel nichts zu sehen ist. Wo jetzt nur Natur ist. Wir brauchen ja nie jedes kleine Fitzel aufdecken. Nee, ich bin so in den Straßen so ein bisschen alle. Das Teil hat aber wirklich Speed hier. Na. Alter. Okay, was hast du jetzt markiert? Ja, wir fahren jetzt da runter. Oh, das genau. Könnte man tun, ja. Dann fahren wir wieder ein Stück hoch, die Straße, und dann schon ins nächste Gebiet. Dann haben wir hier schon alles soweit gemacht. Na, Kurve darf sie echt kein Gas geben. Ja. Ach so, gegen was haben sie die Minen, die ich legen kann? Ah. Hm. X und V. Alter, wie das Teil abgeht. Das kannst du auch nicht mit Panzer vergleichen. Okay, wir sind da. Hä? Wait a minute. Hä? Fahr mal ein Stück weiter. Ist da eine feindliche Base? Ah, ne, ist eine feindliche. Ne, bleib stehen. Bestimmt. Achso, warte, lass erstmal die machen. Ja, das ist ein Checkpoint. Da falls wir da durch müssen. Und generell, weil wir dann wegfahren von hier wieder. Die Insel gehört uns, ja. Crazy. Ich meine, muss ja nicht mal merken, dass er langsam fast nichts mehr kontrolliert hier. Holst du mal die Kiste gerade, weil ich quatsch mal hier mit den Leuten, weil dann kriege ich nämlich schon Dinge aufgedeckt. Was weißt du? Guerriero, wir haben einen Konvoi beim Valle de los Sabios entdeckt. Ein Konvoi, ja, den brauche ich unbedingt. Genau, was wir brauchen. Danke sehr. Ah, also Hendrik, einen Konvoi haben wir aufgedeckt. Das ist schon crazy. Okay. So, wie machen wir das jetzt? Gehst du auf den... Wir haben ein Problem. Warte, ich muss das kurz klären. Gar kein Damage von der scheiß Sniper. Das ist doch gar nicht. Alter, ich liebe diesen Modus, der ist so insane. Reicht vorbei. So, Hendrik, gehst du da hoch und löst das aus? Ja. Lass mir doch das Auto. Ja. Achso, du bist gleich los von dem Ding, oder was? Ja, ja. Okay. Naja, ich weiß nicht, wollt ihr zuerst ein Kaffeekränzchen machen? Ich weiß nicht. Wollen wir erst Kaffee und Kuchen? Und ja. Oder wie hast du gedacht? Schon nicht schlecht. Luna,
Katze liegt da rum. Gammelt. Das ist krass. Hendrik, warum hast du nichts gelernt? Hab ich doch. Ja, stimmt. So, bist du schon, dran? Ich bin dabei. Okay. Kletterst. Jetzt könnte ich. Ja, mach. Wo ist das denn? Hä? Ich sehe es gar nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ach, dort. Mein Gott. Oh Gott. Wie viel Zeit haben wir? 2:44. Okay. Oh, das könnte knapp werden. Fuck, wo du gerade reingespawnt bist, hat das Auto einen Schlenker nach links gemacht. Ah, apropos Schlenker nach links. Deine Hupe. Minen habe ich jetzt auch ausgewählt. Flammen habe ich ja sowieso nicht freigeschaltet. Und X hast du Sprenggeschosse. Aber du kannst auch irgendwelche Granaten kriegen später. Das ist das Rennen, was ich noch machen will. Für diese Granaten. Oh! Da siehst du, hier decken wir gleich noch auf, wenn wir langfahren. Ach, das ist die Giftbelastung. Ich kann das noch schaffen. Ah, es ist hier unten. Hendrik? Armes Auto? Wo sind wir? Hier muss ich vorsichtig sein. Alter, wie wir die weggeschächtet haben. Holst du das Paket? Ich sammle mal kurz Sachen. Und eine neue Schatzsuche habe ich zum Beispiel. Weißt du, kannst du gucken, wie die heißt? Warte. Irgendwas habe ich noch gekriegt. Einen Moment. Und ich glaube, noch eine neue Schatzsuche. Die Party hört nie auf, da kriegen wir nämlich eine Waffe. Ah, ich glaube, es ist sogar die Eagle, die Desert Eagle. Ja gut, wenn wir jetzt einmal hier sind, können wir hier oben noch die Basis machen. Dann haben wir nämlich sehr gut, ja. Und dann fahren wir hier zur Schatzsuche direkt. Ja. Dann können wir eigentlich auch die andere Mission auch noch machen. Die Kleine, die würde ich würde Missionen würde ich zum Schluss machen. Glaub mir, weil ist wieder... Weil sie sind gerade so schön im Flow, weißt du, was ich meine? Achso, okay. Und gerade... Ein schießendes Pulver. Wow. Wie kommen wir jetzt am besten, am schnellsten dahin? Ja, das sind ja 100 Meter genau da vorne. Fährst du? Okay. Wir treffen uns dort, Alusha. Weißt du, was ich kacke finde? Alter. Hendrik? Was denn? In Far Cry 5, ne? Ha? Da konnten die Tiere, die man dabei hatte, konnten mit ins Auto einsteigen. Ah. Und hier geht das schon wieder nicht. Alter. Gasfabrik, die wir jetzt. What? Haben wir nicht schon 20 Giftgasfabriken hochgenommen? What the fuck? Ist das Gelände ja nicht so ganz geeignet. What the fuck? Wir werden ja gleich hören, was das ist, weil immer wenn wir ankommen, dann ruft er ja da an. Also ich denke mal, wir werden gleich zu hören kriegen, was das hier für ein Gelände ist. Ah, jetzt ruft er an, ja. Hier ist deine Zuckermühle voller Soldados. Warte mal. Ja, dort wird jetzt Tabak gemahlen. Ah, Tabak wird hier gemahlen, Hendrik. Wir haben schon mal angegriffen, aber einer von uns wurde gefangen genommen. Das ist eine Tabakfabrik. Ich versuche ihn zu finden. Hast du gehört?
Ich weiß aber nicht, ob du mir zuhörst. Manchmal ja, manchmal nein. Ja, eben, deswegen frage ich nach. Bei den wichtigen Dingen frage ich immer nach. Was ist denn für einen fetten Zaun hier drin umgebaut? Aber wir können hier durch die Hölzer durch. Die kann man weghauen. Okay. Oh, warte mal, ich schicke mal meinen Tiger weg. Der macht sonst Auge. Der macht sonst diesen hier. Genau. Mau. Der wird direkt ins Gesicht gelaufen, da gehe ich nachts. What? Hä? Hast du dies getan? Na, alles ist gut. Ach, das ist ein automatisches Geschütz. Die Leiter runter, du Trottel. Ja. Keine Bewegung. Hund. What? Was ist denn das Telefon? Hey! Nie mal aufhören, mich anzufackeln. Alter, die haben mich vergast. Ich auf, dann. Ja, Wunder. Die Helis immer mit den EMP-Pfeilen runter. Weil du dich gerade gewundert hast. Los! Wir sind fast am Ziel! Alter, können wir auch noch nicht umzufangen? Das war gerade cool. Bin hier durchgelaufen wie ein Pro. Oh, da gibt's sogar einen Helistrom. Nice. Hendrik hat eine Kiste für Schießpulver. Scheißpulver? Ja, richtiges Scheißpulver. Ach, warte, hier hat jemand Informations. Was gibt's? Ich hab dir eine Flugabwehranlage auf der Karte markiert. Zerstör sie am besten gleich, okay? Danke sehr. Anja! Was auch nicht gut eigentlich. Fliegen wir da gleich hin?
Sagst du mir, wenn du ready bist? Tja, bin ich denn ready? Was? Wann bin ich denn ready? Weiß nicht, bist du ready? Hendrik? Hallo? Ja, das ist cool. Größere Magazinkapazität. Ja. Hendrik? Helikopter entdecken. Hendrik, hallo? Ja, Maul. Hallo, Hendrik? Ja. Was willst du? Nichts, ich will einfach nur Hendrik sagen. Fliegst du? Okay. Weil es wäre ja Arbeit zu fliegen. Guck mal vor uns! Auf dem... Auf der Schaltfläche. Also ich kann da nicht runter gucken, ich sehe bloß die oberen Taros. Ja, schade. Nein! Nein! Flieg weiter! Ich hoffe mal, du wirst gespawnt und nicht ich. Ja, ich bin bei dir. Hä? Warum? What the fuck? Was jetzt los? Was? Ich hab nichts gemacht. Ja, das ist durch der Heli. Fuck. What? Ja. Ist er jetzt? Hä? Toll. Bin ich das gewesen? Ich weiß es nicht, oder ich? Ja, wieso? Hab ich G gedrückt? Gute Frage. Ich hatte ein C4 hinten dran, aber eigentlich habe ich kein G gedrückt. Nein. Oder kann das irgendwie aus Versehen noch ausgelöst haben? Das löst nach einer Zeit aus, dann wenn es eine ganze Weile geklebt hat. Das ist natürlich dann ungünstig. Das ist ein Bunker schon wieder dort. Ich glaube, das ist einfach nur ein Kanal. Achso. Nein, das ist ein geheimer Nazi-Bunker. Genau, und da kommst du dann in der Toilette raus. Von irgendjemand. Ja, bei dir zu Hause. Schnauze. Hier, wolltest du nicht den Rucksack wechseln? Nein. Ich hab doch vom Rucksack. Ja, wolltest du nicht den anderen wieder? Nein. Hä, das ist ja voll geil. Nein. Ja, wie kommen wir jetzt darüber? Laufen. Das ist scheiße. Ja, aber wir sagen eigentlich rumlaufen. Toll, nur weil der Heli geplatzt ist. Scheiß, schlecht haltbares C4, ey. Ja, das hat ja ein Verfallsdatum. Ja, keine Qualität mehr heutzutage. Ja, kann man da nicht hoch. Oh. Also ich bin oben. Ach jo. Hier hinten auf meiner Seite hätte es bloß einen Millimeter da rumgehen müssen. Ja, soll ich den gerade hin? Oh lol. Sieht doch ein Geheimnis. Hier drüben. Was soll das für mich? Die Armee hat eine Vorratslieferung angekündigt. Sei als erster da, Guerriero. Danke dir. Hä, ist das das denn? Ist irgendein komisches Symbol. Hä? Hä? Was soll das denn sein? Das nimmt Bleibung, das ist halt nervig. Oh, hier sieht schon wieder cool aus. Oh ja. Ich lese mal. Neue Musik interessiert mich immer.
Mal sehen, ob ich diesen USB-Stick finde. Hier hat irgendjemand gelebt, der Musik gemacht hat. Okay. What the fuck? Also ein Partykeller soll hier sein. Kannst du da rein? Kein Strom. Nee. Da hier war mal so eine verbotene Partymeile. Eine Handtasche. An die Disco-Kugel natürlich ist der Punkt. Ich such mich hier blöder. Wow. Oh, ja. Das ist Hammer. Wie kommt man da drüben hin? Ich liebe diesen Song. Mach da mal ein C4 dran. Was waren die Steine hier? Ja. Irgendwie muss man ja da hinkommen. Oh. Oder meinst du, wir müssen da unten durch die Tür, um da anzukommen? Ich muss einen Weg zu der DJ-Kabine finden. Vielleicht kann ich ja. Wir müssen da. Hier muss ich vorsichtig sein, sonst werde ich gegrillt. Oh ja, ich höre es offen. Okay. Ach lol, das Wasser ist jetzt überbacken. Okay. Überbackenes Wasser? Mhm. Rechts, Hendrik, rechts. Rechts von ja, aber irgendwie. Ah, ich krieg den Gummi jetzt. Was? Ich bin runtergefallen? Ja, weil. Warte mal, lass mich mal kurz. Kommt wegen dem Wasserfall, oder? Ja. Ja, du musst dann springen, wenn gerade kein Elektro ist. Ach so. Ich bin durch. Ah. Hendrik, ich komme hier nicht weiter. Bist denn du jetzt? Unter dir. Hier schon gar kein Punkt zum Aufsprechen.
Hä? Ich komme da oben nicht weiter. So, geh mal eins höher. Und jetzt musst du wieder aufpassen beim Springen. Ganz nach links. Okay. So, und kommst du jetzt weiter? Komm dort nicht. Hä? Wieso kommst du da ran? Ja, irgendwie sind die Punkte teilweise irgendwie das aber mal. Und dann geh du mal dort weiter. Ja, da ist ja das getan. Und ein großes Wasser, wo ich da gehe. Aber ich bin im Backwasser. Lass mich raus. Oh. Hä? Wow, wow! Ja, das meine ich. Hendrik, ich bin im Backwasser. Ja, ich weiß. Scheiße! Ach, jetzt wird er irgendwo. Aber jetzt kann der nicht orange. Alter. Hendrik, hier. Alter, warum brenne ich? Ey, guck mal, hier liegt ein Toter. Wir müssen klar. Ach, da oben ist. Aber pass auf, der Wasserfall. Nach oben? Der Auto. Alter! Ach, fuck off! Alter! Ey, du Hund! Junge! Ja, du bist immer dann, wenn der Elektro hat, der Wasserfall. Nein, ich hatte gerade kein Elektro. Das hat mich einfach halt nicht rübergebracht. Da muss ich schon hochziehen ein Stück. Alter. Ich auf den Sack hier, so eine Scheiße. Soll ich den Schatz einfach nehmen, oder? Oh, hi. Du darfst auch die Kiste öffnen jetzt. Da hab ich den Schwarzbauer drin, oder was? Ja, ah, ist die 1911. Und nimm mal den Stick, der da drin steckt. Hardware nicht sicher entfernt. Ich hab Angst. Und kann die 1911 was? Naja, wie man es nimmt. Das ist halt eine Level-2-Waffe und die Waffe, die vor, das ist eine Level-1-Waffe. Nein. Ich nehme die 1911 mal. Ich muss sie halt dann noch upgraden. Muss ich erstmal gucken, ob was wie weit. Besser auf! Ja, auf jeden Fall die Dealer noch mit Level 4 und die andere auch. Na. Hendrik? Hm? Machen wir das hier? Ja. Sparen wir uns Wegegeld. Ja, dann müsstest du für den Weg Geld bezahlen. Sogenanntes Wegegeld. Oh nein, Regen. Scheiße! Nicht getan, als das Land auszubeuten, das Reich zu rauben und von der Arbeit guter Jaraner wie mir und euch zu leben.
Oh, da kann ich auch besser Schalldämpfer drauf machen. Okay, ein viel besserer Schalldämpfer. Habe ich jetzt richtig fetten Schalldämpfer da drauf? Nee. Ach, da kann ich jetzt auch einen Pointer dran machen. Das ging hier bei der anderen gar nicht. Alter, hier gibt's richtig geile Lackierung. Guck mal meine Lackierung. Was gibt's hier schönes? Agent. Oh lol. Was denn? Na, besser glaube ich, ich hier nehme. Hä, hey, Leute, ich hab dieselbe Lackierung. Pfefferminzlikör, Alter. Wie schon so heißt. Hä, aber. Ach, hä? Nee. Aber man kann doch keinen. Ach, kann man diese Anhänger bloß an große Waffen machen? Ja, ja. Leider. Oh, ja, schick ist ja. What the fuck? Steichen sie in. Halt. Mal kurz. Und, was hast du? Hola. Ich habe gehört, dass der verrückte Besitzer des Elektrizitätswerks Gran Finca endlich gestorben ist. Guck mal nach. Vielleicht ist da ja noch was Nützliches. Gracias, gracias. Puh, wollen wir denn jetzt hin? Eine neue Schatzsuche. Ins neue Gebiet oder was? Ja, ja. Aha. Schlag auf Schlag, Hendrik. Weißt du, was ich sagen würde? Wir machen gleich, weil wir diesen Copter-Dings haben, machen wir schnell diese zwei Funkturm-Missionen. Ach so, ja. Flieg dahin, du springst raus, ich flieg zum Ziel und dann haben wir die ganz fix. Mhm. Wir haben übrigens nur noch zwei Gebiete, ne? Dann können wir schon nächstes Mal die Story-Mission machen. Diese Bergfestung hier sieht auch cool aus mit der Antenne. Mhm. So. Oh, warte. Da sind Hacks auf der Straße. Oh oh. Hendrik, kannst du die Schächten? Steig mal aus. Ich krieg's nicht. Und aktivier vorher mal das Ding schon. Du, aktivier mal schnell das Ding. Ja, hol dir. Jetzt aktivier doch schnell das Ding, dann kann ich losfliegen. So schon hochfliegen. Ja, wo denn hin? Ich weiß ja nicht wohin. Hier kommt ein Heli, mach mal schnell, damit ich hier weg kann. Ja, dabei. Ist das gleich da unten? Wow, ja. Aua. Ich schaffe es auf jeden Fall eher zur Lieferung als das Militär. Du hast doch den Schalldämpfer bei dir drauf. Nee. Entschuldigung. Warum? Ich will auch keinen. Warum? Auf die Pistole macht man noch rein. Wie bitte? Auf die Pistole macht man noch rein. Nee, warum? Weil besser ist. Ich hasse Schalldämpfer. What? Ja, aber für leise. Da habe ich meinen Bogen. Bogen, Junge. Bist du Robin Hood oder was? Ich bin die ganze Zeit mit Bogen, wenn wir leise spielen.
So, schnell rein, gleich zum nächsten. Das ist einmal hier genau neben der Flugabwehranlage. Das wird ein angenehmer Flug. Herr, ist das da eigentlich? Aber ja, Rana, ist das nicht auch für eine Ware? Was ist das? So, und dann machen wir gleich schön die zwei Abwehrflugtürme weg. Dann können wir auch schon den Luftraum besiedeln. Oder besudeln. Hendrik, besudeln wir was? Nur deine Mutti. Schnauze. Der war schon schlecht. Pilot, wie lautet Ihre Kennung? Kennung 1383555. Rolf 0815. Genau. Meine Kennung ist der, der dich gleich schächten wird. Ja, ja, Ruhe. Tut. Hendrik, absteigen. In den Bunker, musst du rein. Ja, ich starte. Und starte. Ja, okay. Ups. Hendrik, wir müssen durch den Wald fliegen. Alter, die Abwehranlage ist echt das nächste, was wir schächten. Die Abwurfstelle! Sammeln du das mal. Neue Schatzsuche. Wäre nice. Rangaufstieg. Neue Waffen, ja. Beim Waffenhändler. Die auch einfach zu faul sind, das dann rauszunehmen, wenn man alle hat. In dem Gelände, wo wir jetzt sind, schon wieder zwei Schatzsuchen. Das ist nicht eine Mission. Achso, das sind Abenteuerpläne. Ich finde, die Schatzsuchen sind immer so eine schöne Abwechslung. Ja. Hier wird. Steichen Sie in. Guck mal, was 300 Meter weiter ist hier. Das machen wir auch noch schnell, weil das ist auch so eine Lieferung abholen. Das wird böse enden, wenn ich den Guerilleros nicht unter die Arme greife. Hilfe! Wenn das gerade bombardiert wurde. Stein.
Schießpulver habe ich denn gerade? Ja, ich habe gerade noch eine Kiste gesammelt. Wo ist denn unser Quattro-Flugzeug? Du, wo ist denn unser Quattro-Flugzeug? So, doch, du bist ja damit gekommen. Was fragen Sie mich dies? Hendrik, was hast du damit gemacht? Ich auf jeden Fall. Ja. Oh Gott. Das hat mich fast geschächtet, Alter. Okay. Okay, Hendrik. Du musst jetzt wie im Actionfilm rausspringen und das Ding schächten, ja? Achtung, unidentifizierter Pilot! Sie sind in einer Flugverbotszone. Landen Sie! Oma? Gott verdammt! Ja. Ha! Geil! Da war die Turmdrehgeschwindigkeit zu gering. Easy. So, wo ist das Uran? Über uns geflogen. Ich hole das Uran. Abgereichertes Uran. Dabei kann man Supremus herstellen. Mir fehlen jetzt noch 2 Impro-Waffen, dann habe ich alle. Fällt nur was nach einer. Okay. Dieser komische EMP-Dings da. So, holen wir gleich noch das zweite Flugabwehr-Ding. Mhm. Dann haben wir das auch. So geht das doch fix, oder? Mhm. Das Ding ist nur, wir decken dadurch hier die Basen näher auf, weil wir halt fliegen. Ah, deswegen fliege ich halt die ganze Zeit so tief, dass wir vielleicht doch irgendwas aufdecken. Was ist das denn hier, Alter? Umspannwerke. Ach nee, was ist das denn? Ich dachte auch gerade erst umspannen. Ja. Ich habe auch kurz gedacht. Oh, Hendrik, hier ist eine Special-Waffe. Hier unten. Durch Zufall. Und Informations. Hol du mal die Special Waffe, ich hol mir die Informations. Ist im Haus. Ja, und? Naja, weil du da gerade vorbeigerannt bist. Das glaube ich nicht. Hä? Ja, diese scheiß Truhen sehe ich immer kaum. Was ist denn das? Level 3 Gewehr. Kannst ja gleich, steig erstmal ein, dann kannst du gucken. Ja, ich muss schon dann gucken. Oh mein Gott. Du musst etwas praktisch denken. Sprengmunition. Oh. Gewehr. Irgendwo so ein Ding. Ja, ja, hab ich da gerade gesagt, wir fliegen jetzt zu noch einem. Nein. Aua. Bom. Wow. Einschalten! Ja. Vor allem ist hier immer gar niemand. Uran haben wir. Mehr abgereichertes Uran bedeutet mehr Supremus. So, hauen wir gleich die Schatzsuchen hinterher. Hm. Was steigen sie ein? Achso. Weißt du was? Ich habe eine Idee, wie wir dann cheaten können. Dir? Indem wir eine Schnellreise zu einer Base machen. Ich quatsch mit jemandem, dann decken wir was auf, dann machen wir wieder eine Schnellreise. Ich frag den, decken wieder was auf.
Ah, ja. So müssen wir nicht überall vorbeifahren. Bin ich schlau oder bin ich schlau? Sag's mir, komm, sag's mir. Du bist doof. Kek. Warte mal, ist das hier irgendwas? Nö. Nichts zum Einnehmen. So, das Schöne ist, jetzt können wir endlich weit oben fliegen. Jetzt sind die blöden Flugabwehrdinger weg. Aber wir müssen schon wieder nach unten. Ich hoffe, wir kriegen jetzt die Desert Eagle. Ich habe echt Bock mal auf die. Nee, kriegen wir, glaube ich, nicht. Ich habe ja geguckt, wie die Schatzsuchen heißen. Die heißen hier woanders. Ah, scheiße. Aber da kriegen wir vielleicht eine andere Waffe. Ja. Okay, wir sind da. So, ich lese erstmal hier. Das da drüben ist aber sowas wie eine Umspannstation, glaube ich. Ja. Es wird rechtliche Konsequenzen haben, wenn man... das Büro des Managers betreten haben? Was für ein Arsch macht solche Regeln? Ja, also... wie komme ich denn hier rein? Also man darf das hier nie betreten, sonst muss man mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Oh ja. What the fuck ist denn das hier? Lol. Okay. Okay. Lass schon mal. Okay. Ach so. Ja gut. Wow. Ne? So kommt man rein. Was oft falls hier Heffalums und Wusels sind, ja. Was war das für ein Geräusch gerade? Ich weiß nicht. Irgendwie sieht's hier nicht so einladend aus, oder? Kannst du vorgehen? Alter, hörst du das? Was denn? Da kommen jetzt irgendwelche komischen Thunfischgeräusche. Finde ich nicht gut. Irgendwas. Ich muss hier mal Licht machen. Du gehst vor, Hendrik. Ja. Inga. Der Manager macht keine halben Sachen. Hier ist ein Tuch mit Blut und alles. Hendrik, ich glaube, das wird eine Tauchmission. Wirst du gleich sehen. Hier liegt ein Comic. Ein Comic. Alter, da ist überall Blut. Guck mal, what the fuck? Was ist hier passiert? Hendrik, guck mal hier. Im Boden. Oder irgendwie mit geschächtet anscheinend. Aber es sieht irgendwie sehr brutal aus. Ah, hier ist draußen. Alter, hier oben. Was denn? What the fuck? Okay, lass erstmal hier gucken gehen. Da ist eine Nachricht. Ist eine Nachricht? Ach, hier. Ach ja, kann ich den Schalter drücken. Und? Die Rohre sind verstopft. Das hört man davon, wenn man alle feuert. Hendrik, wir müssen da unten tauchen gehen. Oh Gott. Gehst du da rein? Yeah. Das sieht sehr einladend aus. Alter, was ist das denn hier? Ein Reaktor? Hendrik, baden wir gerade in dem Reaktorkern? Ja, anscheinend. Alter, ich denke, das ist so ein Wasserwerk oder sowas. Na gut, das können natürlich auch einfach nur die Kühlwasserversorgung sein. Hendrik, hier stecken irgendwelche Menschen tot. Da gibt es hier irgendwo Luft. Scheinbar nicht. Hä, wollen die mich rollen? Wie soll man das denn machen? Bin tot.
Hä, wie soll ich denn so lange hier tauchen? Wahrscheinlich gibt's auch noch Molo, wir müssen halt bloß mal finden. Ja, ich weiß was. Warte mal, hier ist zum Beispiel verstopft. Ah, wie kriegen wir das raus? Ah, du musst da reinschlagen. Au. Hä? Ja, ich hab das geklärt. Wir müssen auch noch weiter also, runter. Was ist das für ein Riesentrichter hier? Du musst, da sind so Rohre und da liegt Dreck drin. Und da musst du einfach nur draufschlagen. Okay. Hier, ich habe eins gefunden. Komm mal her, da kannst du es gleich mal machen. Damit du weißt, wie. Mit F bestimmt, oder? Da drüben. Direkt hier unten, wo ich bin. Dieses Rohr, was hier so offen ist. Und da gehst du einfach. Du musst wohl davor bestimmen. Da ist so eine Klappe offen und da musst du reinschlagen. Ja. Ah ja. Was? Ich weiß nicht, ob mir dieser Zylinder da gefällt. Ja. Eigentlich, also wie Atomkraftwerk sieht es bis jetzt eigentlich nicht unbedingt aus. Es wird eine Turbine sein, einfach. Ja, das kann sein. Was sind das für fiesche Motoren? Nein. Jetzt müssen wir hier unten. Ich war nämlich schon hier unten drin, Hendrik. Deswegen bin ich gestorben. Ja, die Geräusche. Guck mal hier unten. Siehst du den? Lol. Ist aber einer von den Bösen. Und daher ist nicht so schlimm. Das dürften alle gewesen sein. Mal sehen, ob wir jetzt Strom kriegen. Jetzt hier dran. Achso, jetzt muss man bestimmt den Hebel ziehen wieder. Kein schöner Tod. Achso. Herr Hendrik, ich bleib mal hier, wenn die Turbine angeht und du ziehst oben den Hebel. Ich stell dich mal schön auf die Schraube drauf. Ja. Ja, ich stehe auf der Schraube. Tust du wenigstens Blumen auf mein Grab? Wenn ich gleich zerschraubt werde? Also so wie ich Ubisoft kenne, sind die zu faul, das einzubauen, dass sich das Ding bewegt. Ja, okay, ich drücke. Ja. Hendrik, das Wasser steigt wieder. Wieso steigt das Wasser jetzt wieder? The fuck ist denn das hier jetzt? Hier hat sich jetzt ein Tor geöffnet. Hier sind 5 Millionen Bilder von diesem scheiß Castillo. Und seine ganze Familie. Hier ist absoluter Schreien. 50 Kerzen. Warte. What the hell? Beten für Castillo? Alter. Wie im Leben. Sieht fast aus wie in deiner Wohnung hier. The hell? Was ist hier los, Alter? Ist der gestört? Oh, Kiste. Was kriegen wir denn, was Schönes? Da werden wir gleich sehen. Und. Lang aufsteht. Taubengewehr, eine Schrotflinte. Gleich mal gucken, was die kann. Ah ja. Ach, das ist die. Explosionen können die. Das ist diese doppelläufige mit Explosionsupgrader. Na. Oh, gut, kann ich mal probieren. Na. Und was war jetzt mit der anderen? War die gut, die wir vorher hatten? Explosion kann die. Stufe 3. Warte mal, das will ich mal probieren, das Ding. Das von vorhin. Ja. Hey, was machst du? Vor allem du, wie ich es gesagt habe, die waren zu faul, diese Turbine da unten zu machen. Hm. Guck mal, hörst du das? Es hört sich an, als würde die laufen. Hm. Aber da läuft gar nichts unten. Naja, kurz Sound eingefügt. Ja. Alter, Ubisoft ist so faul. Wieso gehen wir eigentlich hier lang? Wieso gehen wir nicht zur Eingangstür raus? Kommen wir raus. Ja, da steht ja unser Quadrocopter-Ding. Naja. Du hast ja die Tür vorhin aufgemacht, du Keck. Das ist eine Leihe. Wo war denn das jetzt? Das habe ich niemals getan. Hier.
Ja, wo warst du schneller als ich? Ja, weil ich sie gefunden habe. Ja, siehst du, und das habe ich ja mit einem berechnet. Schnauze. So, jetzt gleich noch eine Schatzsuche hinterher. Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, zu früher, die hatten ja schon in Far Cry 5 Schatzsuchen, ne? Das erste Mal mit drin und da waren die aber noch richtig lame. Da musstest du irgendwie einfach nur in so ein Haus irgendwie, da musstest du ein Schloss durchschießen und das war's. Also ich finde, da haben sie sich inzwischen echt was überlegt. Weil jede Schatzsuche hat so eine kleine Geschichte inzwischen. Damals war das einfach immer nur random irgendwie. Außer eine war geil damals, das war so ein Gruselkabinett. Stimmt. Ich erinnere mich. Hä, hey, ist das Alicia Banks, was da kommt als Radiosender? Was kommt da? Die F. Was kommt? Alicia Banks? Achtung, wer auch immer sie sind. Sie dringen unbefugt in diesen Luftraum ein. Warte mal, kehren sie um. Wo ist dieses Flugabwehrding? Ah, das ist auch mal in unserem Gebiet, das können wir als nächstes mit checken. Was tust du da bitte? Hast du es gesehen? Bin ja nicht blind. Okay, die Shotgun ist sinnlos. Hat die nicht gerade noch Informationen gehabt, die Frau? Ich muss nachladen! Wow, deswegen habe ich die befreit, wegen den Infos. Mann. Ich hab grad kurz überlegt, ob ich sie erschieße. Hier kann ich nicht fliegen. Ich muss woanders. Wow. Naja, sie ist jetzt im Grunde nutzlos für mich. So. Wir sind da. Hä? Wo bist du? Wo bist du? Hä? Ich bin schon an der Schatzsuche. Warum bist du da? Jetzt passt das. What the fuck, hier sind auch wieder komische Geräusche drin. The heck is this? Hier wurden auch schon wieder also alle Leute. Maria übernimmt den Laden. Aber der Besitzer ist hier noch irgendwo? Ich muss ihn finden. Okay, suchen den Besitzer von dem Laden. Was schenkt ihr denn hier? Fuck, ist das eine Brauerei? Scheint. Das sieht aus wie eine Brauerei. Hier ist eine Tür. Was ist das denn? Ich kann einen Knopf drücken. Ich hab eine Tür gefunden. Ich und hab ein Rolltor geöffnet. Ah. Was passiert hier jetzt? Oh, ja. Was habe ich gemacht? Hier wackelt alles. Ah, Hendrik, finde mal Räder zum Drehen. Ich hab schon eins. Wir brauchen drei. Da müssen alle Lampen grün sein. Ne, das nicht. Da müssen erst alle Lampen grün sein. Ich muss mehr Druck erzeugen. Warte mal, eins habe ich noch. Finde mal noch das letzte.
eins fehlt noch. Ne, da war ich auch schon. Das da, das habe ich schon. Irgendwo ist noch eins. Schon was gefoundet? Nee. Da oben? Oder? Da war ich doch gerade. Da ganz oben? Ja. Nee, aber das sind ich hab's hier. Hier. Dreh das mal. In der Ecke. What the fuck? Korn! Aua! Oh nein, ich hab ziemlich viel verschluckt. Alter, what the fuck ist hier los? Ich seh nichts. Bin besoffen. Bist du auch besoffen? Ja. Weißt du, wo wir hin müssen? Nein. Wissen du? Okay. Ich sehe so gut wie nichts. Hallo, Senior Biermann. Ah, hier, Hendrik. Hier lang. Hä? Ja. Spüldose. Hier geht's nicht weiter. Geht's bei dir weiter? Lager. Wie viel Prozent hat der schon? Oh, Scheiße. Eine Leiche, lass dein. Das brauchst du ja sicherlich mehr, oder? Hä? Ja, cool. Ich pass für dich. Das Gewackel, da wird mir auch gleich richtig schlecht. Ja. Wir sind gleich hier raus. Du, hier ist die Waffe. Mission Pass, Respect Plus. Raketenwerfer. Hendrik, das soll der beste Raketenwerfer in-game sein. Von dem habe ich schon gehört. Ja, das ist einfach bloß die Special-Variante von dem anderen. Ja, aber der soll viel besser sein. Ah ja. Der soll die Flugzeuge besser anvisieren können. Ja, aber den anderen kann man ja viel verabgeben. Wo kommen wir hier wieder raus? Ich glaube hier, Hendrik, hier. Ich habe einen Schlüssel für die Tür. Ne, ich habe keinen Schlüssel für die Tür. Wir brauchen einen Schlüssel. Guck mal da oben. Da muss irgendwo ein Schlüssel sein. Ah, ja. Hast du ihn? Ah. Okay. Die Tür ist offen. Nichts wie raus. Geh nochmal runter, du Huso. Nichts wie Ecke. Junge. Hier wird der Luft. Steig hinter ein, Minion. Hendrik, bist du bereit, das Ding wieder wegzuschießen? Landen Sie sofort. Ja, perfekt. Bereit? Ja. Ja? Und los. Alter. Ich will hier weg.
Junge. Alter. Ist das laut. Warte, weil wir gleich hier in der Nähe sind, können wir das ja wieder wegschächten. Danach kriege ich nämlich neue Infos. Was ist denn jetzt schon wieder so ein Flugabwehrding? Ah, ich habe schon wieder Neues aufgedeckt. Was ist das denn jetzt schon? Ah, Junge. Endlich bereit, noch eins zu schächten? Aber wir haben jetzt im Übrigen noch eine Insel geklärt. Wir sind eigentlich fast durch. Wow. Ja. Und Hendrik schächten. Yes. Und hier ist wenigstens Ruhe. Ist nicht so ein komischer Lautsprecher. Du fliegst noch. Ja, gut, ne? Warte, jetzt kommst du gleich runter. Wo ist denn das Uran? I don't found it. Das Uran. Are you stupid? Ist ja wohl offensichtlich hier. Oh. Wovon redest du, verdammt, Juan? Ich bin sicher, du hast etwas Uran übrig, das dir ein Loch in die Tasche brennt. Wieso haben wir uns so lange nicht mehr gesehen? Sind meine Supremo- und Impro-Waffen nicht mehr gut genug? Natürlich sind sie das. Ich war nur beschäftigt. Der hat mich angerufen, weil ich so viel Uran habe. Ich vermisse dich. Team Juan vermisst dich. Ja, auch gerade. Falls du es schaffen solltest, befördert zu werden, statte ich dich gern mit ein paar von meinen Spielsachen aus. Okay, Hendrik, bereit wieder zu schächten? Warte. Alter, wir haben einen perfekten Sniper-Posten. Ich muss aufpassen. Mach mal das Schild weg. Wo ist denn da noch jemand? Easy, Alter. Heute sind wir echt schnell unterwegs. Ich glaube, wenn wir bei dem Rest auch so schnell gewesen, hätten wir halb so viel Folgen. Mehr Frischfleisch. Und Schießpulver. Du. Aber ja, du. Wir haben gehört, dass eine Vorratslieferung angekündigt ist. Willst du die Armee dumm dastehen lassen? Dann schnapp sie dir. Sehr nett von dir. Haben die wenigstens unser Ding hier runtergepackt? Ah ja, haben sie. Was? Und du sitzt sogar schon drin? Was ist denn heute los? Crazy. Hendrik, wir haben... Ich kann verkünden, die zwei letzten von diesen mit Zeit hier. Unidentifizierter Pilot, landen Sie unverzüglich. Und das nächste Flagge. Ja. Salapinga. So, aktivier, ja. Abholteam, Vorsicht! Die Lieferung scheint auf einem Gebäude gelandet zu sein. Entschuldigung. Oh mein Gott. Ich glaube, die Flugabwehrdinger müssen aber auch gleich alle sein. Aber das ist jetzt die letzte Insel hier. Na, auf seiner letzten Burg sind dann glaube ich nochmal viele. Na, in der Stadt dann, oder was? Mhm. Ja, gut, die Stadt kommt ja eh zuletzt dann. Ist ja nochmal ein eigenes Ding für sich. Alter, meine Katze hängt hier einfach über meinem Arm drüber und der stirbt gleich ab. Du bist einfach eingepennt. Du müsstest sehen, wie die hier liegt. Die hängt halb vom Tisch runter und liegt über meinem Arm. Alter. What
the hell? Ja. Oh Gott, sorry. Das ist ein Riesenfang. Ich hoffe, Clara ist stolz auf mich. Hä? Da muss noch irgendwo eine Kiste sein. Wenn wir schon einmal hier sind. Kann man die ja mitnehmen? Ah, hier. Kriegt nix. So gehört sich das. So, warte, wo sind wir denn jetzt? Ah, fliegen wir gleich hier hoch und machen das. Da ist wieder so ein Flugabwehrdingens. Hendrik, du musst gleich wieder schächten aus dem Flugzeug raus. Meter. 200. Und jetzt. Schächten. Yes. Alter, easy. Und hier muss irgendwo die Bahn sein. Zufliegen? Kannst du steigen noch im falschen Sitz, der Hund. So. Du kannst oben, wenn du willst. Egal. Beim nächsten, warte. Ich flieg noch hier rüber. Hier ist wieder so eine Lieferung. Ah, sehr schön. Dann kommen wir heute mit dem Zeug hier durch und können nächstes Mal die Story machen. Aha. Oh, hier ist wieder so ein Vor. Nigeria braucht Hilfe. Reparier mal kurz. Das Teil macht da echt fett Schaden. Aua! Geschlossen. Ja. So, Hendrik, fliegst du jetzt? Aha. Und ich markiere, wo es hin. Halt. Hier ist eine Special-Waffe. Sehe ich gerade. Die ist auch hier. Warte, ich hol die fix. Oh, natürlich, die ist in dem Leuchtturm da oben. Ach, na eben, kannst du nicht leider hochfliegen, da erspare ich mir den Weg. Warte, hol mich mal ab und dann flieg so, dass ich aussteigen kann. Hä, warum? Wow, warum habe ich daran gerade nicht gedacht? Ach, ich bin hier. Ich bin hier. Ja, so kann ich auf jeden Fall einsteigen. Du stehst ja genau am Geländer, ja gut, ich bin drauf. Und jetzt einmal hoch zum Leuchtturm. Ah, das Holzbrett landet oder so. Ein Stück weiter vor. Jetzt. Zurück. Und halt.
Oh Gott, das war knapp. Nein! Nein! Ich bin da. Nein, der ist automatisch an das Scheißseil gegangen. Scheiße, hol mich nochmal. Junge. Ja, und wieder hoch. Weiter runter. Ja. Ein Stück weiter vor. Ich sehe es nicht. Halt, halt, halt. Oh nein! Wow. Ja. Hol mich mal hier unten. Ja, oder so. Oh. Ich glaube, ich wäre mit Klettern schneller gewesen. Flug hier ist gerade von alleine. Was? Wie ein Schnipsgummi ins Wasser geflogen. Was? Hä, wieso bist du jetzt ausgestiegen? Ach Junge, bis eben war alles super. Ich hab das doch gerade geholt. Du Keck. Wow, und was war's? Genau. Ich hab's nicht. Ah, eine Sniper. Echt? Lol. Alter, ich glaube, die war gut, oder mal? Oh, eine Stufe 3 Sniper. Panzerbrechend. Oh, wow. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ich mach gerade Bilder suchen, warte mal. Steam. Das ist die. Das ist die. Okay. Und wo ist jetzt das Flugding? Irgendwo weggepackt. Wow. Und jetzt? Ja, jetzt suchen wir uns ein anderes Fliegerfahr irgendwas Zeug. Ja, können wir uns mal. Warte, lass uns gleich. Muss ich schon wieder eine langsame Reise machen? Ja. Hier hin. Scheiße, ich glaube, da gibt es kein Fluggerät. Aber ich kann mir Infos holen. Hey! Hier! Was gibt's? Da gibt's so einen verdammten Yankee-Scheißkerl. Er nennt sich Corton. Irgendeiner muss ihm mal Verstand einprügeln. Und seinen Arsch zurück nach Amerika schicken. Gracias. Gibt's hier irgendwo ein Fluggerät? Ah, hier. Sorry, kämpfst du gerade? Luftunterstützung! Oh, ja, mein attackiert mich durch. Oh. Wow, jetzt kann ich keine schnelle Reise machen. Weil wir kämpfen. Warum kämpfen wir? Was soll das? Weiß ich nicht. Komm mal mit hier weg. Ich schieß mal nicht weiter. Komm. Das jetzt oder kannst du es annehmen? Ja. Valle de Oro. Welche Waffe spielst du gerade? Ist gerade wieder das krasse Gewehr, womit du durch Wände schießen kannst. Aber das macht halt auch einfach so übelst viel Damage. Ja. Mhm. Ich finde das auch übel nice. Das macht
weil der so ein Standardtyp macht, dann mit dem Körpertreffer ist er halt tot. Na. Das ist halt crazy. Holst du es wieder raus? Und fleißt du? Aber jetzt, wo wir hier sind, können wir erst mal dahin fliegen. Das ist jetzt, glaube ich, das letzte von diesen. Falls nicht noch in der Stadt sowas ist. Aber so links, rechts ist doch schon wieder Flaglauter da, oder? Ja, das letzte. So eine rote Linie ist. Ja, das letzte Flak in der Gegend. Vermutlich müssen wir jetzt genau dahin. Ein Stück, du musst weiter runter. Wir kommen da in das Gebiet rein, ja. Das Flak schalten wir dann als nächstes aus. Ja, nee, das ist. Das musst du gleich anfangen, das Flak. Ach, ja, warte. Das geht ja jetzt. So, warte, jetzt steig ich aus. Ja, warte noch nicht. Weiter runter. Okay. Ich aktiviere das, du fliegst los. Vorratslieferung bestätigt. Bei dem Leuchtturm in der Nähe. Ist das Abholteam einsatzbereit? Sie, wir sind auf dem Weg zum Leuchtturm. Roger. Ich glaube nicht, dass die Soldados die Vorräte so dringend brauchen wie ich. Sieht voll cool aus hier. Mhm. Was? Neues Flugabwehr? Wow, wir haben noch ein Flugabwehr entdeckt. Ja, das meinte ich ja. Ich habe vorhin erwartet, das war ja ganz woanders. Na gut, dann machen wir jetzt noch zwei Flaks weg. Vor allem kann ich mir jetzt alles holen für das Uran noch. Weil ich habe noch zwei Impro-Waffen und zwei Rucksäcke, die ich nie habe. Mehr! Was? Ja. Danny, du hast dich selbst übertroffen. Hab die Ware. Ey, da hinten, nein! Lon. Hendrik, reparier mal. Das stand im Feuer. Ja. Ein Lichtangel. Okay, ich steig ein. Achso, warte, sitzt du jetzt wieder hinten? Weil du kannst die Dinger mal so gut wegschießen. Achso, okay. Die. Aber jetzt machen wir zwei Flaks. Sitzt du? Hm. Okay. Flak Nummer 1, 900 Meter. Ich feiere diese Naturteile hier. Unidentifiziertes Flugzeug im gesperrten Luftraum. Hier spricht die Flugsicherung. Schnauze Flugsicherung. Okay, endlich bereit. Mhm. Und Schächten. Was ist das für eine Riesenbasis, ja? Alter, what the hell? Ich glaube, wir sollten einfach mal weiter fliegen. Zu spät.
Alter, ich habe unser Gerät repariert. Fuck, Granate! Willst du das Uran? Ja. Abgereichertes Uran. Aber dann kann man Supremus herstellen. Was war das denn? Ich schieße mit den Dingern hier rum. Hätten wir. Schnell weg hier. Okay, noch einmal bereit machen. Letztes Flak. Zum nächsten letzten Flak. In der großen Stadt ist dann noch eins, aber und auf das Gebiet. Ja, aber das kommt ja später erst. Und dann noch die 10, die wir noch entdecken. Genau. Die 10, die dann so in einem Gebiet aufploppen. Und bereit machen. Schleiß. Und töten. Oh, what the fuck, hier ist ja alles voller Leute. Hä? Die waren noch mal zwei nicht da. Draußen ist ein Fahrzeug mit dem MG-Typ. Abgereichertes Uran bedeutet mehr Supremus. So, und jetzt haben wir eigentlich gerade nur noch ein was auf der Karte. So eine Station. Was? Da! Ein Flugzeug hat uns angeschlachtet. Ey. Wir hauen ab. Was ist voll fünf? Ja, das ist genau über uns. Ja, da kann sie ja nichts machen. Naja. Ja, wenn es genau über uns ist, kann sie uns ja nicht treffen. Es ist hinter uns. Da kann sie uns aber treffen. Das ist nämlich scheiße, wenn das über uns ist, weil ich dann nicht drauf schießen kann. Das war so göttlich, wie du weitergeflogen bist in dem. Ich denke, das sind Zielsuchende Raketen, oder? Das funktioniert aber irgendwie nicht so toll. Wie ging das? Funktioniert gar nicht. Hä?
still denn rumgegammelt? Stupid Gaul. Ich habe in Gammelhausen rumgegammelt. Wieder ein hässlicher Helikopter. Aha. Wow. Kontrolle. Weg mit der Waffe! Wir brauchen Hilfe! Ja, erteilt euch! Hier ist ein Scharfschütze! Hendrik, ich würde sagen, wir halten schon 90% der Insel. Ach, Scheiße. Wie kann der Typ überhaupt noch irgendwelche Wählerstimmen kriegen? Was will der mit Wählerstimmen? Ah ja, stimmt, ist ein Diktator, ne? Okay, was machen wir jetzt? Warte, das sage ich dir gleich, wenn ich hier fertig bin. Also das können wir zusammen überlegen. Oh mein, bald Schluss. Ja. Ein paar Basen werden wir wahrscheinlich nie gefunden. Dani, das Militär transportiert Vorräte nördlich von Barial. Ah, wow. Könnten wir wirklich mir mal die scheiß Konvois. Such nach Foes Sila. Hey, danke. Warte, ich habe eine Idee. Nimm mal das an. Hendrik? Hallo? Nimm mal das an. Ja, tust du es auch, oder? Oder machst du gerade was? Eventuell benutze ich gerade einen Mörser. Ja, wow. Warum ist es jetzt weg? Ich hab drauf gedrückt. Ja, weil du jetzt rumgeballert hast, jetzt kann ich nicht mehr. Ernsthaft jetzt? Das stand da aber noch sauber gemacht. Ja, Schnellreise momentan nicht verfügbar. Hoffentlich kannst du helfen. Dich nicht gut. Junge. Du bist schuld. Ja, dann komm mal hier mitgelaufen. Wir müssen hier ein Stück weg. Hendrik. Ja, wolltest du damit aufhören? Ich möchte auch irgendwann mal mit diesem Spiel durch sein, nach 20 Jahren. Nee. Ich wollte das jetzt nach 30.000 Jahren weiterspielen. Gut. Und danach spielen wir dann Minecraft. Von mir aus. Da können wir auch mal zwischendurch machen, weil dann kommt doch irgendwann eventuell Forest 2 raus. Zwischendurch will ich es nicht machen, weil ich will jetzt erstmal das Spiel fertig machen. Ja, das ist schon klar. Ich meine auch zwischendurch, wenn wir mit dem hier fertig sind. Achso. Hier im Übrigen, The Forest wurde verschoben auf nächstes Jahr. Nochmal so. Ne? Was? Nicht schießen! Nein! Ach, Hendrik, jetzt kann ich nicht mit dem reden.
Du sorgst nur dafür, dass sich alles verzögert. Und, was hast du? Die Schiffe für die Blockade werden in der Marine-Wartungsstation Yara vorbereitet. Ich wette, da könntest du was Nützliches erfahren. Danke sehr. Jetzt habe ich zum Beispiel was Nützliches gekriegt. Warte, wo ist das? Ah, hier. What the fuck? Hä? Hier waren wir doch... Ach nee, hier waren wir nicht. Einmal hier hin. Annehmen bitte. Alter, ein Wunder, dass man das annehmen konnte. Junge. Das sind gerade zwei Fahrzeuge geplatzt und ein drittes kam noch an. Ja gut, ne? Will ich wissen, was da passiert? Ich habe meine komischen Minen da gelegt. Ja, die hätten uns ja sowieso angegriffen. So sind sie halt instant geplatzt. Okay, kannst du jetzt bitte 3 Sekunden nicht schießen? Ich möchte bloß mit dem reden. Was ist mit dem werfen? Auch nichts, bitte. Oder Knüppel? Was kannst du mir sagen? In der Basis der Spezialeinheiten werden die Besten der Besten für Castillos Armee ausgebildet. Ah, sehr gut, jetzt kriegen wir die ganzen Basen. Wäre ein vernichtender Schlag für das Regime. Danke. Komm, Hendrik, wenn wir uns beeilen, schaffen wir die Basen noch. Dann sind wir wirklich durch hier. Dann können wir nächstes Mal gleich mit Story anfangen. Hast du irgendwas, womit wir schnell von A nach B kommen? Irgendwas Flugfähiges? Commander. Ja. Warte, wo ist die Basis? Ach, es ist nicht weit. Hol mal dein schnelles Auto, Hendrik. Hast du es noch ausgerüstet? No. Okay. Dann fahren Sie mal ganz schnell zu meinem angegebenen Punkt. Alter, what the fuck, warum bringt das Beute mit? Ich kümmere mich mal eben hier drum. So, wir können. Ja, der Dude sitzt doch wieder genau hier in Deckung. Ich kann nicht einsteigen. Jetzt. Nice. Hast du mal. Und hier? Einmal wenden, ja. Also doch mal gern, sonst kriege ich wieder die scheiß Straßending nicht. Warte mal, wie viele sind immer? Es waren immer 2 Basen in einem. Naja. Mal schauen. Ist schon losgefahren? Nee. Ups. Was hast du es nicht gesehen? Ja, habe ich tatsächlich nie, weil ich auf der Karte war. Hä? Hier ist ein feindlicher Durchgangsschild. Oh, da sollte ich nicht durchrasen. Alter! Ich einfach Granaten auf uns hauen. Was? Alter, ich habe gerade so den Alarm ausgeschossen, ne? Der war gerade dran. Alter. Nein. Das ging schnell. Du, ich hab grad so geschafft, den Alarm auszumachen. Ja, ich hab auch mit drauf geschossen. Alter. Nein, mal easy schnell weggesnackt. Was ist ein Scheiß. So, jetzt ist dein Auto nur dort irgendwo geparkt. Ah. Und das ist dann wenigstens so klein repariert. Ja, das war gut. Warte kurz, dann kann ich noch mit dem Typ reden, dann krieg ich vielleicht noch ein Ziel. Aber was hast du für mich? Castillos Armee hält einen von uns als Geisel in der Kathedrale La Divinidad fest. Nein! Verdammt! Ich hole dich! Mann! Oh, Alter! Wenn hier was passiert, kriege ich immer die Blöden, dann sprechen die nicht für Ende. So, hat die sich jetzt wieder eingekriegt? Oh, Alter. Ich hasse das so sehr, dass die Leute die zu Ende reden, wenn hier irgendwas passiert. Oh, ist sie jetzt fertig mit rumlaufen? Na endlich. Castillos Armee hält einen von uns als Geisel in der Kathedrale La Divinidad fest. Befreie die Kirche und rette die Geisel. Sehr nett von dir. Okay, da jetzt können wir. Junge. Bleib doch stehen. Alter. Bei mir saß du schon drin. So, fahr. Aber auch gut, wie wir da durchgefahren sind jetzt. Ich
meine, es fehlen jetzt bestimmt immer noch so ein paar Zwischenposten, aber wichtig sind jetzt eigentlich nur noch die Hauptbase. So, Hendrik, machen wir hier eine Schnellschächtung? Machen wir jetzt hier Temposchächten. Ach so. Rein, alles nieder, also wie so ein Erschießungskommando. Gar nicht mehr fragen. Ein Haus wie bei deiner Muni. Genau. Und Schnauze. Clara, ich bin hier gleich bei einem Trockendock des Militärs. Ein Trockendock? Hast du was darüber? Nein, aber ich wüsste gern was. Such nach einem Computer. Was immer du findest, wird nützlich sein. Klingt gut. Hey, Hendrik, immer, was immer wir finden, wird nützlich sein. Alter, ich hab grad so den Alarm wieder ausgeschossen. Ah, hier muss irgendwo noch einer sein, den sehe ich grad nicht. Ah, auf seinem Schiff dort. Kriegst du den? Ah, ne, der ist da hinten. Ach, scheiße. Oh. Scheiß drauf. Vorsicht, Dani. Soldados nähern sich deiner Position. Ja, der Trottel landet einfach mal neben mir. Pass auf dich auf, Dani. Die schicken Verstärkung in deine Richtung. Hendrik macht den Heli futsch. Ich hab den runtergeholt. Alter, das ging schnell. Hendrik, Temposchächten gefällt mir. Vor allem, ich finde diesen Modus immer noch so geil. Du siehst ja auch, wenn ein Heli kommt, siehst du ja die Leute und kannst direkt den Piloten abknallen. Das ist so geil. Vor allem, du kannst wirklich durch alle möglichen Wände einfach durch. Ist hier ein Helipad? Ne, natürlich nicht. Ah, bei den Booten. Doch, wir können den kleinen Heli bei den Booten holen. Wir haben da oben jetzt gerade noch eine Base. Und dann ist ja hier... Ah, hier, mit der kleinen Quatschen. Schnapp sie dir, Guerriero. Oder? Ja, mit wem denn? Ach, mit dem. Sag mir, was du weißt. Es gibt einen Kontrollpunkt, der eine unserer Versorgungsrouten unterbricht. Kümmere dich am besten drum. Das weiß ich zu schätzen. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ich hab jetzt alles, Hendrik. Läuft's? Alle Impro-Waffen und alle Rucksäcke. Nein. Und wir haben übrigens unseren kleinen Heli wieder, komm mit. Kommen wir wieder schneller von A nach B. Hi Leute, wo ihr aufgedeckt? Was passiert denn hier gerade? Ich krieg gerade Haufen Sachen. Naja, fliegen wir erstmal da hoch. Wo ich mal die Rüstung zeige. Ach, das ist eine Basis sogar. Achso, und hier hinten ist jetzt nochmal ein Kontrollpunkt aufgedeckt. Ja, da können wir ja dann zum Ende. Die Base liegt gerade näher vor uns. Mhm. Nice. Machen wir wieder Temposchächten? Mhm.
Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Clara, ich stehe hier vor einer Militärbasis. Hier habe ich einen Teil meiner Grundausbildung. Vielleicht nicht genau rein. Dann geh rein. Lade die Infos runter und hol dir die Vorräte. Zeig ihnen, was Libertad drauf hat. Wird gemacht. Wir haben sie, Freunde! Wow. Hendrik, da ist ein Panzer. Aua! Oh, ein Haus. Ist noch nicht geschafft. Da laufen noch einige Leute rum. Dani, Soldados nähern sich auf der Straße. Sie können jede Minute bei dir sein. Ah ja. Einfach in die Hauswand gefahren dort. Junge, die rennen mal rum wie die Ameisen, Alter. Alter, was macht der da? Das ist der Winter schon wieder mir erreicht. Alter. Schon wieder ein Scheißpanzer an. Warte, ich mach. Hendrik, ich mach ein EMP auf den und du läufst einfach nur hin und drückst irgendeine Taste, die sie anzeigt. Das ist eine Zielauffassung hier. Ja, warte, warte. Geh einfach hin und drück R1. Da brauchst du nie ewig drauf ballern. Oben, ja, oben an die Luke. Ja, oben an die Luke und das zeigt dir an, welche Taste. Ja, I vermutlich. Ach nee. Hä? Ja, mach mal. Oder nicht. Ja, jetzt kannst Aua! Du wieder. Jetzt kannst du wieder gehen. Er ist wieder. Sag mal, du wirst aber eine Taste drücken können. Alter, what the fuck? Und jetzt musst du wegrennen. Und Panzer explodiert. Kann der sich mal ficken? Yeah. Kleiner Sohn eines Hundes. Dieser Shit gehört jetzt uns. Aber jetzt hast du so einen Helikopter aber nicht runtergespornt. Doch, der ist doch hier. Alter, ist er da oben? Oh, hier steht auf jeden Fall auch einer. What? Lol. Oh.
Ich hätte Infos für dich. Du hast das für mich? Ich habe gerade von einem Ladungsmanifest im Schmugglerhafen erfahren. Untersuch das mal, wenn du Zeit hast. Gracias. Hä? Wow. Wir haben einen Ort bekommen. Das ist schon krass. Ja, jetzt haben wir gerade nur noch diesen Kontrollpunkt. Immer, da würde ich aber sagen, spawnen wir in die Nähe. Hier ist nämlich auch kleine Heli-Dings. Die ist ja ewig halt weg. Ja, nehmen Sie das an. Da gibt es auch Heli-Chopter. Das ist ja crazy. Die denn nach hinten? Pass bloß mit deiner Ausrüstung auf. Leist du wieder? Ha. Aber Alter, inzwischen diese komische Holzwaffe liebe ich ohne Witz so sehr. Mhm. Die ist einfach so gut. Macht halt so insane viel Damage. Ja. Und dann noch dieser Modus dazu, manchmal, du denkst so, Alter, jetzt sind hier so viele, dann einfach scheiß drauf. Modus an, kannst einfach alle durch alle Wände, das ist so geil. Vor allem sogar, wenn da einer am Panzer sitzt, kannst du den aus dem Panzer schießen. Das ist so geil. Ich hätte gleich das Schild mit dem Heliumskill. So, und jetzt bitte nicht schießen, damit ich wieder mit jemandem reden kann hier. Ach, Scheiße. Hier, Guerriero. Que bola? Ich würde ja versuchen, den Schatz in der Höhle Calavera zu finden, aber ich will nicht verflucht werden. Ich habe schon genug Probleme. Muchas gracias. Neue Schatzsuche, wollen wir die noch machen? Oder nee, warte, dann machen wir dies nächste Mal mit. Sind die überhaupt? Hier hinten. Scheiße, was noch mehr? Bei meiner Markierung. What? Ah, fuck! Weil das schon so ein dummer Panzer angekommen ist. Nimm mal das an, solange es geht. Gut. Die Schatzsuche können wir uns ja auch für nächstes Mal lassen. Ich gucke lieber nochmal, ob hier noch irgendwas zu schächten ist, schnell. Wie meinst du das jetzt? Sag mir, was du weißt. Ach, sorry, wir wollen ein paar neuen Rekruten zeigen, wie der Hase läuft. Es geht um einen Hinterhalt.
Würdest du ihnen zeigen, wie es gemacht wird? Wir könnten deine Hilfe gut gebrauchen. Gracias, gracias. Ah ja, ich habe noch was gekriegt. Wo ist das? Das ist nicht mal weit weg. Das ist gleich hier um die Ecke. Hey. Eigentlich schon entspannt. Stell dir mal vor, Hendrik. Danach würde ich dann auch aufhören. Ja. Stell dir vor, du fliegst irgendwo in den Urlaub und Ena fliegt schon los und du wirst einfach hinterher gespawnt irgendwann. Das wäre doch nice. Und die Woche wird's wieder nix bei dir? Ich glaube, das wird wieder schwierig. Ja. Was kastelst du damit drauf? Das ist aber schade. Einer unserer besten Soldaten wurde im Jahr als heiliger Erde zur Ruhe. Hendrik, wir müssen mal hier aussteigen. Hier ist eine Special-Waffe. Naja. Das ist eine Lüge. Das einzige Blut, das ich sehen will, ist das der Terroristen verliedert hat. Hast du? Das Blut von Clara Garcias Verrätern Einsteigen. Wie ich das immer sehe, hä? Easy. Wie sieht denn die Waffe aus? Ja. Lol. Sieh gut. Was ist das? Eine Shotgun. Ja. Das sieht nicht gut aus. Die Guerilleros könnten mehr Feuerkraft gebrauchen. What? What the fuck? What? Mir ist ein Ding nicht ausgestiegen, wo ich ihn gedrückt habe und dann halt irgendwie. Was? Wieder Panzer? Ja. Endlich kill den, warte. Was, ich muss wieder oben drauf gehen. Oben drauf klettern. Und die Taste drücken. Schießpulver. Nice. Und jetzt einmal hier hin. Hendrik, einmal hier hin. Ich tue jetzt bloß noch hier kurz mich hin und her teleportieren und noch aufdecken, wenn die mir noch Sachen geben. Dann habe ich für nächstes Mal noch den Rest markiert. Aber im Grunde sind wir durch, also nächstes Mal können wir dann Story machen. Gut, also dann gehe ich schon mal raus. Jo.
quatsch nur noch mit den Leuten. Hey, komm her! So Leute, ich würde auch schon mal den Stream ausmachen. Haut rein. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!